Vielleicht hast du ja Geld verloren, weil du rumgelungert bist beim Rauchen. Ich habe doch versehentlich die Stange gezogen, als ich bei Ascher war und habe dann zum Spaß so in Kampfposition mich begeben. Da wurde mir ein bisschen Geld zur Strafe abgezogen. Aber ich glaube keine Tausenden von Dollar. Tausenden? Ja. York. Oh, nothing. Fällt mir nur gerade ein als an, also als Erklärungsansatz, aber das kann eigentlich alles gar nicht sein. Das kann doch nicht sein. Na, wisst ihr was? Dann machen wir jetzt einfach Schluss. Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Für den zweiten Teil lassen wir uns definitiv viel mehr Zeit. Den spiele ich ja selber auch zum ersten Mal. Da habe ich auch noch viel mehr Bock auf Erkunden. Und den ersten beenden wir jetzt einfach. Weil das Spiel will einfach echt nicht mehr kooperieren. Habe ich das Gefühl. Ja, ja, Scooby-Doo. Ganz ruhig mit deinem Wen. Kommst du noch heim? Oder wo auch immer du hin willst. Dass der richtige Weg ist, ich glaube nicht. Gute Nacht, Felix. Ciao. Ich glaube, ich muss eigentlich da lang fahren, oder? Oh, ich glaube, der andere Weg geht auch. Einfach geradeaus und dann rechts. Machen wir das auch. Also, fahren wir den Weg. Wie auch immer. So much has happened since we came to this town. Yeah, Wheelie. Oder so. Schön langsam. Ist witzig, dass ich das jetzt sage, nachdem ich fast zwei Unfälle gebaut habe, aber schon langsam habe ich mich an das Autofahren gewöhnt. Man darf halt wirklich den 3D-Stick zum Lenken eigentlich kaum berühren. Dann geht's. Aber wirklich, also super, super leicht, super sensibel, nur super sanft den 3D-Stick so ganz leicht immer nur antippen. Dann kann man einigermaßen gut fahren. Oh, da war gerade Sigourney. Die wandert schon wieder durch die Gegend. Sollen wir dich heimfahren? Noch schnell? Nee. Nee, hat keine Quest. Die steht da nur und guckt blöd. Na dann. Dann ist es jetzt vorbei mit dem hochwertigen Rindfleisch und dem ganzen Rest. York, tonight I'm going to sleep like a baby. Zach, it's over. All finished. It's time for you to leave town. Are you ready to go? Ja, ich bin bereit. Mir fällt es auch echt schwer, jetzt hier das Spiel zu beenden, aber gleichzeitig wollte ich heute echt dringend fertig werden. Und die Nebenmissionen sind so gemein zu mir. Also hauen wir ab. Then this is goodbye, Zach. Thank you for everything. Good night, Zach. And sleep tight.
Polly, what's that picture? Oh, that. We took it when the clock tower was built. 50 years ago? That's right. That's me in the middle. I was pretty popular back then. Men were always around me. That's Casey. Sorry to keep you waiting. Just sign here, please. Also, noch eine übernatürliche Komponente. Mr. Morgan? Mr. Morgan! Oh, I'm sorry, Polly. I was just thinking of a friend. Someone who was with me for a long, long time. He must have been a really good friend, then. Otherwise, why else would you remember him at a time like this? Indeed. We used to fight, but he really was a good person. He's gone now, though. Gone away, to a place where we can't meet again. I'm sorry to hear that, but if he's a friend of yours, I'm sure he's getting on just fine. Thank you, Polly. You know what? I think so, too. Tina, was will uns der Hund noch sagen? Ist doch eher in Wirklichkeit der Fädenzieher. Er hat eine Puppe von Cason als Symbol dafür, dass er ihn gesteuert hat, wie eine Marionette quasi. Der Hund des Bösen. Ende. Eigentlich voll das coole Ende. Lässt so viele Fragen offen. Einfach cool. Ich finde überhaupt, ich mag das ganze Spiel insgesamt wirklich gerne. Ich mag es wirklich gern, trotz aller Unzulänglichkeiten und bescheuerter oder fehlender Design-Implementierungen oder so. Es ist insgesamt, finde ich, trotzdem super gut. Ich mag das Setting, ich mag die Charaktere, ich mag die Story, ich mag den absolut krassen Schluss. Und insgesamt ist es einfach wirklich gut. Es ist für mich wirklich ein gutes trashiges und teilweise leider nicht sehr komfortabel zu spielendes Spiel, das immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben wird. Und auch nach dem zweiten Spielen hat es eigentlich wenig oder nichts an Schätzung meinerseits verloren, an Hochschätzung. Beim ersten Mal hat es natürlich eine ganz andere Wirkung, als ich noch nichts darüber wusste, als mich auch wirklich der Schluss dann mit Emily echt schockiert hat und echt mitgenommen hat. Das war cool. Das war ziemlich intensiv. Das hat mich emotional wirklich bewegt, das Spiel. Und genau. Super cool. Und ich bin sehr gespannt auf den zweiten und werde den wirklich, glaube ich, streng bewerten. Ich kann vom zweiten Teil fast nur enttäuscht sein. Weil er vielleicht einfach schon allein, wenn das nicht schafft, den Flair vom ersten wieder einzufangen, weil das wahrscheinlich schon für mich, um enttäuscht zu sein. Naja. Jetzt, wo du es mir gezeigt hast, habe ich es mir auch gekauft und muss echt sagen, es ist wirklich super. Es gibt ein paar Kritikpunkte, aber sonst. Ja genau, es gibt halt, ich finde, das Spiel bewegt sich so auf einem schmalen Grat zwischen charmanten Trash-Faktor und wirklich, wirklich nervigen Trash oder schlechten Entscheidungen oder Umsetzungen. Manchmal wird es dann schon frustrierend, gleichzeitig hat es aber auch diesen Charme. Aber abgesehen davon hat es einfach auch durch
durch schon eigentlich gutes Writing, durch gute Charaktere, durch, finde ich, eine Welt, eine Story und Figuren, in die man sich irgendwie aufgrund ihrer Seltsamkeit so ein bisschen reinversetzen kann, die erinnerungswürdig sind auf jeden Fall. Die jeder so seinen eigenen Charme haben, hat auch wirklich sehr, sehr gute Seiten, die aufgrund der doch trashigen, eher trashigen Optik und so und Steuerung und Inszenierung gar nicht so leicht zu erkennen sind, vielleicht. Sagen wir es so. Naja. Ach ja. Muss ich wohl drauf einlassen. Das muss man auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht zuzuschauen, das freut mich. Noch eine Hidden Scene kommt am Schluss. Ob die Lieder in den Credits wohl urheberrechtlich geschützt sind? Wir werden es herausfinden beim Upload auf YouTube. Naja, ich mag es wirklich gern. Freue mich sehr auf den zweiten Teil. Freue mich auch sehr. Ja, freue mich auch wirklich schon, weil es für mich irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber Deadly Premonition und No More Heroes haben für mich irgendwie, die gehören für mich so ein bisschen zusammen. Ich habe die so ziemlich zur gleichen Zeit gespielt damals. Das eine, Deadly Premonition auf der Xbox 360, das andere auf der Wii. Und beide haben durch ihren ganz eigenen und ziemlich abgefahrenen Charme mich angesprochen, weil sie einfach so anders waren als andere Spiele. Weil sie einfach beide auf ihre Weise so ein bisschen punkig waren. Also so ein bisschen vom Mainstream weg absichtlich. Hat mir sehr gut gefallen, beides. Sehr unterschiedliche Spiele, sowohl von der Inszenierung als auch vom Gameplay her. Beide haben mich aber auf ähnliche Art und Weise angesprochen. Und ich finde es so cool, dass jetzt wirklich Deadly Premonition 2 und No More Heroes 3 voraussichtlich zumindest noch im gleichen Jahr erscheint. Finde ich super. Freue ich mich auf beide Spiele sehr. Ich will gar nicht so viel sagen, weil ich muss das dann auf YouTube wahrscheinlich alles rausschneiden. Nee, hey, stimmt ja nicht so eigentlich, obwohl vielleicht, wer weiß. Thank you for playing. Bitteschön. Gerne. Das war ein abruptes Ende. Das war ich. Ich hab Start gedrückt. Oh ja, wirklich nach hinten sehen. Yeah. Da sind York und Emily im Jenseits, im Geisterzustand, wie auch immer. Wahrscheinlich nur im Kopf von Zack. Du siehst immer noch creepy aus, Anna. Da sind sie alle, die Göttinnen des Waldes. Thank you.
Ende. Tja. Warum hat es nochmal gespeichert am Schluss? Habe ich irgendwas freigeschaltet? Habe ich irgendwie einen neuen Geheimmodus? Ist jetzt bei Spezial irgendwas total Irres? Oh, da sind wirklich Sachen. Was kann ich denn hier machen? Fernseher. Da kann ich mir Cutscenes nochmal anschauen anscheinend. Oder wie? Ja, ja, tatsächlich. Cool. Finde ich gut. Die Jukebox, gab's die schon immer? Gab's überhaupt den Special-Bereich schon immer? Ich weiß es nicht. Stunden waren es nur. Ja, ich bin auch echt wirklich ein bisschen durchgerusht. Leider. Da hätte man noch mehr Nebenquests. Fragezeichentür. Oh. Vielleicht, wenn ich ganz schnell und ganz oft drücke. Oh. Da mache ich alles kaputt. Na gut. Oh, was ist denn das? Warte mal. Da war was. Habt ihr das gesehen? Da war ein Zettel mit Hinweisen. Da stand was. Warte mal. TV Jukebox. Das ist ein geheimer Code. Ich muss den jetzt aufschreiben. Das machen wir. Achtung. TV 35 Jukebox 14, glaube ich. Ich schreibe das mal in den Chat. TV, was war es? 35 Jukebox 14, oder? SK 26. Und FT 203. FT 203. So, jetzt wartet mal. TV. 35. Das ist der Epilog. Okay, ich brech den mal ab. Jukebox. 14. Dann SK26. Sammelkarten vielleicht? Ich hab 26 nicht. Dammit! Da wäre sowas Tolles passiert bestimmt. Das Beste überhaupt. Und was wäre dann FT2-03? Das wüsste ich jetzt gar nicht, was das ist. Beweisfotos? Keine Ahnung. Das sind so Referenzbilder, nach denen die Stadt gebaut haben, ne? Gibt's Green Whale wirklich? Ich meine, also die Videospielstadt sieht zumindest sehr stark aus wie wirklich die Stadt hier. Das stimmt schon. Das Umspannungswerk, die Tunnel. Ebenfalls stark angelehnt. Naturreferenzbilder. Koch. So, einfach nur japanische Spiele und ihre Darstellung von Nahrungsmitteln. Das ist irgendwie was Interessantes, Eigenes. Naja, da hat halt wahrscheinlich Swery mit seinem Team oder so irgendwie so eine amerikanische Kleinstadt besucht, um sich Inspiration für das Spiel zu holen. So wie es aussieht, anscheinend.
Okay, für ein Horrorspiel hat das ja ein recht modernes Design mit der großen Karte und den ganzen Nebenmissionen. Das stimmt, ja. Na gut, dann können wir das auch nicht machen. Leute, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich mache mir jetzt... Wie haben wir die vorher genannt? Tofu-Sticks. Panierte Tofu-Sticks. Genau, die mache ich mir jetzt. Und dann geht's Dienstag mit dem nächsten Stream weiter. Und was wir da spielen, wie gesagt, werden jetzt unsere Patreons erstmal abstimmen. Das weiß ich selber noch nicht. Beziehungsweise müssen wir jetzt erst Vorschläge sammeln und dann abstimmen. Und das alles bis Dienstag. Schon wieder so viel Stress. Nee, Quatsch. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, macht's gut. Gute Nacht. Bis Dienstag mit irgendwas anderem. Nickt der Hirsch da oben gerade zum Takt der Musik. Ist das cool. Ich mag das Spiel. Und streamtechnisch geht's dann irgendwann Mitte nächsten Monat erscheint Deadly Premonition 2. Und dann geht's quasi weiter. Mit dem hier. Also dann, gute Nacht. Bis dann. Bis bald. Ciao.